Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen auf starblade.de. Und ja, ich dachte mir, wird mal Zeit für einen kleinen Livestream und dafür habe ich mir das Spiel World of Warcraft rausgesucht, welches ich aktiv schon seit, jetzt lass mich nicht lügen, Ende Classic spiele, also jetzt bestimmt 9 Jahre schon circa. Und ja, ich habe auf jeden Fall mal wieder Bock auf einen neuen Charakter, auf einen frischen Server, wo ich noch nichts erreicht habe sozusagen. Und dachte mir, was bietet sich da besser an als zum Beispiel dieser Livestream? Und ja, da dachte ich mir, gut, alles klar, mache ich mal. Und das Lustige daran ist, dass ich mir nicht aussuche, welche Rasse, Klasse, Fraktion ich spiele, sondern dass mich da so ein bisschen der Zufall überrascht. Und ihr dürft live dabei sein, während ich mich zufällig überraschen lasse, welche Rassen, Klassen, Fraktions, sonst was Kombination ich spielen werde. Und das habe ich ein bisschen vorbereitet und das zeige ich euch jetzt. Wenn ich hier den Monitor wechsle, genau, da seht ihr mich jetzt hier unten, einfach ignorieren. So, ich habe nämlich hier im Internet so ein lustiges kleines Randomizing-Tool gefunden. Ich kann zwar hier jetzt irgendwie Random Allianz Horde aussuchen, aber ich dachte mir, ja gut, ich mache einfach random und schaue, was mich da so trifft. Ich klicke jetzt mal auf Submit und mir wird gesagt, Horde Male Blood Elf Combat Rogue. Ich spiele keine männlichen Blutelfen. Ich wollte eigentlich mit dieser Entscheidung leben, aber männliche Blutelfen. Ne, sorry, geht nicht. Male Pandaren Survival Hunter. Ich muss sagen, ich bin da sehr unkonsequent. Male Human Frost Death Knight. Death Knight ist eigentlich doof, weil ich eigentlich schon gerne ab Level 1 zocken möchte. Death Knight, Death Knight. Alliance Female Knight Elf Balanced Root. Gut. Spiele ich Nachtelf Druiden. So viel dazu. Ja, dann wechseln wir auch mal ins Spiel. Das habe ich hier nämlich schon gestartet. Ihr habt Verbindung zum Server unterbrochen, ja? Super, klar. Ja. So. Nächster Versuch. So, rausgesucht habe ich mir den Server Thrall. Thrall, Thrall. Und werde mich dann auch schon sogleich ja, mit der gemachten Entscheidung zurechtfinden. Druide habe ich. Gott, wann habe ich das mal Druide gespielt? Ich glaube, es war noch zu Cataclysm-Zeiten. Ich hatte mal zu Burning Crusade-Zeiten einen Heildruiden gespielt. Ist halt jetzt auch schon eine Ewigkeit her. Aber na gut. Druide habe ich hier schon rausgesucht. Anpassen. Machen wir uns mal an die Charaktererstellung. Ich setze mir schon mal hier meine Kopfhörer auf. So. So, da haben wir die gute. Jetzt wird's spannend. Hautfarbe. Nachtelfen mag ich eigentlich ganz gerne so ein bisschen hellhäutiger. Auch das sieht gut aus. Gesicht. Ja, darf die Mutter auch haben. Die Charaktererstellung bei WoW. Einerseits finde ich es natürlich schade, dass es da halt im Vergleich zu anderen MMOs, wie jetzt zum Beispiel, ich glaube, Herr der Ringe Online hatte auch einen ordentlichen Charaktereditor. Oder, was habe ich noch gespielt? Elder Scrolls Online hat natürlich einen sehr begrenzten Charaktereditor. Aber persönlich muss ich sagen, dass ich damit relativ gut leben kann, denn ich finde es, wenn es zu viele Entscheidungsmöglichkeiten gibt, macht mir das irgendwie auch keinen Spaß, weil da kann ich auch Sims spielen und dann halt irgendwie da den ganzen Tag vom Charaktereditor hängen. So, welche Haarfarbe wollen wir denn? Ich finde, Druiden sind weise und da darf die Gute auch weiße Haare haben. Tattoos in der Visage mag ich jetzt keine.
Wobei, sieht doch ganz schick aus, oder? Meint ihr? Lass uns mal überraschen. Muss ich mal ganz kurz was gucken. Moment. Ich bin super gut vorbereitet. Ich wollte nämlich gerade den Stream ein bisschen in den sozialen Netzwerken bewerben. Habe aber dummerweise verpasst, mich vorher einzuloggen. So, Link teilen. Der arme Link wird immer geteilt. So, gezwitschert habe ich jetzt auch. So. Dann kann es jetzt eigentlich losgehen. Aber ich habe noch keinen Namen. Viele Online-Rollenspiele haben ja irgendwie einen Namensgenerator. Ich tendiere dazu, einfach einen Charakternamen zu nehmen, den ich in einem Pen-Paper für eine Charakterin genommen habe. Ja, Naris, mal gucken, der ist bestimmt. Der ist frei. Super. Gut. Da haben wir jetzt die gute Janaris. Janaris, wie er es halt präferiert. Ich mache hier mal kurz Bild ein bisschen größer für mich. So. Und dann betreten wir auch schon die Welt. Vorher mache ich mir die ganzen Plans aus. Ich habe nämlich, wie ihr seht, zig Millionen 12.000 Addons an. Bei Atlas kann ich mal anlassen. Es ist unglaublich, im Laufe der Jahre sammeln sich so viele Addons an, an die man sich so gewöhnt hat, die man eigentlich auch gar nicht mehr missen möchte. Optional kann ich auslassen, Atremes brauche ich nicht, Atlas kann ich anlassen. Und es gibt wirklich so ein paar Addons, auf die ich eigentlich gar nicht mehr verzichten mag. Ich denke, da werde ich auch bei Gelegenheit noch eine kleine Auflistung schreiben. Battle Pets brauche ich jetzt nicht. Bean Counter, ja, Bejeweled brauche ich nicht. Big Wigs lasse ich mal an. Big Brother. Oh ja, das kann ich anlassen. Bartender, ja gut. Boss Tactics, ich habe doch das andere an. Das hat sich echt unglaublich viel angesammelt. Collectinator, welche Haustiere und Reittiere erfragt, Informationen bietet, wie man sie bekommt. Brauche ich jetzt auch nicht. Kamel brauche ich den Char nicht. Dashboard Milestone-Wappen brauche ich nicht. Crispy-File, brauche ich jetzt auch nicht. Fuba finde ich ganz nett. Wechselminer kann ich anlassen. Ja, das kann ich anlassen. Enchantrix. Lass ich mal an. Elkanas Bass-Bass brauche ich. Gatherer. Ja, lass ich mal an. Grid benutze ich nicht mehr. Gatherer, Guildmaster, brauche ich so nicht. Healers Have to Die ist immer ganz nett. Ich sage, es ist unglaublich, was sich im Laufe der Jahre ansammelt. Rare Finder brauche ich jetzt nicht. Ne, brauche ich jetzt nicht. Need to know. Time-up Master Buffs, Debuffs, Cooldowns. Lass ich mal an. Brauche ich nicht. Recount. Ne, ich hab's gerade. Rare Coordinator brauche ich jetzt nicht. Questlog Level, das ist ganz nett. Shadowed Unit Frames, ja. Shaman's Friend brauche ich nicht. Shields Up brauche ich nicht. Schon brauche ich nicht.
Total AP, nee, RP mache ich jetzt nicht. Unreal Sound. Das muss ich jetzt kurz ein bisschen erzählen. Unreal Sound, das ist ein nettes kleines Add-on, das vorrangig PvP ja, Soundfiles abspielt, wenn man zum Beispiel einen Gegner erwischt. Da kann man dann zum Beispiel First Blood oder Multikill und sowas. Das ist eigentlich voll die hirnfreie Spielerei, aber ich mag eigentlich auf dieses Add-on nicht mehr verzichten. Vielleicht bin ich doch einfach ein bisschen zu gestört für, aber ich brauch's. Das ist toll. Dragon Boss. Nein, Deadly Boss Moss, genau. So, jetzt habe ich aber gefühlt 1200 Addons ausgeschaltet. Und betrete mal die Welt. Und während wir uns den Ladescreen angucken, brauche ich was zu trinken. Da ich morgen frei habe. Zum Wohl. Ja, jetzt hat dieser Zufallsgenerator gesagt, Balanced Read. Ich habe schon ewig nicht mehr Balanced gespielt. Ich glaube, die letzte Skillung, die ich wirklich halbwegs gespielt habe, war Katze. Druide hat ja mittlerweile lustigerweise 4 Skillungen. Aber es ist bei mir ewig her, dass ich da wirklich eine Ahnung von irgendeiner Spielweise habe. Also das letzte, was ich wirklich aktiv gespielt habe, waren Todesritter, Krieger und Jäger. Und ja, mal gucken, was mich mal so erwartet. Peng Peng Eule. Ich glaube, es gab aber auch eine Glyphe, weil ich finde, jetzt auch gerade seitdem Blizzard die Charaktermodelle aufgewertet hat, das Eulenmodell nicht mehr so hübsch. Aber ich glaube, es gibt mittlerweile eine Glyphe, dass ich trotzdem in Elfenform bleiben kann, aber trotzdem wie, ja, wie im Eulenmodus sozusagen agieren kann. Die werde ich mir dann reinmachen. Sofern die nicht gefühlte Nach Jahren der 1000 Gefangenschaft im oder smaragdgrübenden Erzählung mal, Albtraum das ist. Intro kennen wir ja alle schon. Scheiße. Get DKP, warum habe ich Get DKP an? Ich dachte, ja, du mich auch. Und wir hängen wieder am Ladescreen. Ah, geht doch. So, DKP mache ich aber aus, braucht man nicht. Wo ich denn mal sehen? C, D, E, F. Neuladen. Und schon wieder ein Ladescreen. Wer hätte es erwartet? Da hat es bei Facebook Pling gemacht. So, weiter geht's. Das ist eigentlich immer so, wenn ich einen neuen Charakter erstelle, dass ich erstmal wirklich eine halbe Stunde an den verdammten Addons rumfummeln muss, weil ich da Poisoner brauche ich dann nicht, Postal ja kann anlassen. Wieso habe ich denn jetzt so viele Addons übersehen? Neuladen. Jetzt weiß ich auch, warum ich zum Zocken ein Bier brauche.
Schicker, schicker, lautes Green. Eigentlich sollte ich dafür bezahlt werden, dass ich diesen verdammten Ladescreen so lange zeige. Im Prinzip ist es ja auch Werbung fürs Spiel. So. Ja, was ich nicht machen werde, ist mir jetzt hier Items im Auktionshaus kaufen, um halt direkt schon auf Platz, nicht auf Platz, aber halt wirklich schon direkt auf Start irgendwie das beste Equip zu haben. Was ich überlege, nein, nicht Dungeon Compendium, oder das ist dann Sammlung. Ja. Erbstücke. Oh, ich sehe gerade, habe ich ja so viele. Ach, wobei, ich könnte mal gucken. Gucken, Stärke, Ausdauer. Stoff, Stoff. Na gut, also da habe ich dann wohl doch nichts. Wobei ich müsste eigentlich ganzen Schurkensachen haben. Aber gut, spiele ich halt ohne Erbstücke. Habt ihr länger was von? Hallo 24 Stunden Reconnect. Hätten wir das Thema jetzt auch erledigt. Also, wenn ich hier gerade schon nochmal in den Einstellungen bin, kann ich auch nochmal kurz drüber gucken, was ich jetzt hier für Addons noch anhabe. Gesundheit. Nehmen wir jetzt übrigens die liebe Fräulein Lux, die sich hier hin und wieder mal so ein bisschen beömmelt. Shattered Unit Frames, was habe ich noch an? Simplistic Unit Frames, wo ist der Unterschied? Lightbus, Battle Register, Swatter, Attack Warnings. So, ich hoffe aber, jetzt sind wir endlich startklar, nach fast 20 Minuten. Ich freue mich so, ich freue mich so, endlich wieder WoW zocken. Ich meine, es ist noch nicht so, dass ich nicht auch privat zocke, aber ich habe halt einen Level 100 Toucher, mit dem mache ich halt irgendwie täglich meine Dailies. Wenn ich die Zeit neben Arbeit, Familie und Hobbys finde, dann kommt es auch mal vor, dass ich dann halt mal irgendwie einen Dungeon mache oder einen Random Raid, aber so von Level 1 bis 100, da habe ich eigentlich mal wieder so richtig Bock drauf. So, was ist das jetzt hier für ein Addon? Need to know. Richtig, gehe auf den Balken für Einstellungen. Achso, ah, so war das. Nee, das Addon brauche ich nicht. zumindest jetzt nicht. Dann ich es vielleicht im späteren Verlauf gebrauche. Aber wir machen jetzt erstmal nur. Ich meine, ich bin Level 1, also. Da komme ich auch ohne Erseitung klar. Glaube ich. So, und ich glaube, jetzt kann es endlich losgehen, nachdem ich die letzte Einstellung vorgenommen habe, nämlich für Bartender. Ich werde mich da jetzt einfach mal an meinem. Dum-dum-dum. Ja, ihr seht, ich habe hier eine Menge Charaktere schon. So. So, ich glaube, es kann losgehen. Und von dem Dorftrottel hier kriegen wir unsere erste Quest. Ich bin ganz Ohr. Ja, sieht man. Tötet sechs junge Nachtsäbler. Geht in Frieden. Gut, Peter wird da wahrscheinlich nicht so erfreut sein, aber na gut, die Viecher müssen weg. Was habe ich denn jetzt hier? Slash Tidy Plates. Wisst ihr, irgendwann hat man echt so Spread Plates, Primary Spec Theme, nehmen wir mal Neon Damage, Neon Damage. So, Enemy Status Text. Percent Health hätte ich gerne.
Und das Level. Kann ich hier nicht? Na egal. So, jetzt habe ich hier auf jeden Fall die meisten Einstellungen vorgenommen und es kann endlich losgehen. Steuerung, Autoloot, ja. So, und ich mache die Lautstärke noch ein kleines bisschen runter von WoW. Denn ihr wollt ja mich hören, nehme ich mal an, mit meiner sexy erotischen Stimme. Und da ist dann WoW, glaube ich, doch eher nur störend. Was ich noch ein bisschen seltsam finde ich, dass ich jetzt hier, wo ich noch gar keine Garrison habe mit dem Level, was auch relativ normal ist, aber ich hier trotzdem schon das Symbol für die Garrison habe. Ping, weg mit dir. Imbaroxor, Nacht 11. Ich muss sagen, dieses Schnellplündern in Kombination mit diesem Massenplündern, das ist so angenehm. Also ich bin so froh, dass Mist of Pandaria dieses Area Loot oder ja, also das Gebietslooten eingeführt hat. Denn das ist meiner Meinung nach doch eine sehr große fortschrittliche Änderung, die zwar auch schon andere Spiele hatten, aber die ich bei WoW wirklich jahrelang vermisst habe. So, jetzt haben wir hier die Auswahl zwischen Leder und Stoff. So, da ich einen ausgekochten Lederfetisch habe, nehmen wir den. Und Level Up. Sammelt 6 Teufelsmoose von den Gräkin im Westen von Iltalein. Mögen Wer euch kommt die auf die Sterne Namen? leiten. Jedenfalls haben wir hier noch eine zweite Quest von Melita Hirschhaupt. Wie darf ich helfen? Ist das vielleicht der kleine Bruder von Fangraul Hirschhaupt? Beschafft Melitas gestohlene Taschen in der Nähe der Gräkin im Westen. Was für ein Zufall! Da müssen wir ja eh hin. Und wir gucken kurz auf der Map. Ja, ich auch. So, und hier müssen wir hin. Hier sind beide Sachen, die wir für die Quests benötigen. So, den ersten haben wir da auch schon geplättet. Okay, bumm. Da haben wir auch schon 3 von 6 Teufelsmoosen. Moos, Moos, Moos. So, gibt auch noch um eins noch. So, und jetzt sollen wir hier diese bekloppten Taschen sammeln. Das wären diese hier. Ich kann mich noch erinnern, ich hatte damals noch nicht WoW gespielt. Ich war bei einem Freund, damaligen Freund, der halt schon eine geraume Zeit aktiv WoW gespielt hat. Und ich fand dieses Konzept eines Online-Rollenspiels eigentlich ganz interessant. Ich hatte damals für den GameCube hatte ich Phantasy Star Online. Habe ich aber aus Ermangelung von Internet damals mit dem GameCube nicht online gespielt. Aber allein schon dieser Gedanke war für mich doch sehr interessant. Sonst habe ich eigentlich wirklich nur so Offline-Spiele gespielt bis dato. Fand aber das Konzept, wie gesagt, sehr interessant. War aber damals zu so geizig, 13 Euro im Monat für ein Videospiel auszugeben. So mein Denken damals. Heute weiß ich es natürlich besser.
Aber ich hatte mich dagegen gesträubt, halt mir World of Warcraft zu kaufen und dann nochmal 13 € im Monat dafür auszugeben. Habe mich nach Alternativen umgeschaut, habe so ein paar Free-to-Play-Asia-Grinder, ich habe das Kurs noch gar nicht angelegt gehabt, so ein paar Free-to-Play-Asia-Grinder mal angetestet, die natürlich allesamt äußerst bescheiden waren. Und habe dann halt mal mit dem Account meines damaligen Freundes dann halt mal ein WoW reingeschnuppert. Ja, und dann habe ich mir Guild Wars 1 gekauft, weil ich da halt diesen Gedanken angenehmer fand, dass man es halt einmal kauft und dann halt ewig zocken kann. Das fand ich eigentlich sehr angenehm. Habe das dann auch gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da gespielt habe und bis zu welchem Level. Ist schon so ewig her. Jedenfalls hat mich das aber auch nicht lange gefesselt. Und irgendwann habe ich mir dann doch WoW zugelegt. Dann hatte ich eine, weiß ich gar nicht mehr so genau, ich glaube Level 20 oder 25. Jägerin. Soll ich mich verlaufen? Ach, das Vieh ist ja scheiße. Der Weg war jetzt völlig für den Arsch. Jedenfalls habe ich dann eine Jägerin damals gehabt. Ich kann mich nicht erinnern, ich bin, glaube ich, durch Schlingborntal gelaufen. War so meine letzte Erinnerung an den Charakter. Ja, und dann konnte WoW von meinem Konto nicht abgebucht werden, weil sich da zwei Zahlungen überschnitten haben. Und ich meine, die alte war hier drin irgendwo, oder? Nee. Ach Gott. Hier mein Orientierungssinn. Ja, Account war dann gesperrt. Ich kam nicht mehr ran. Damals konnte man den Account entweder nur mit Kreditkarte freischalten oder wenn man damals Kunde bei T-Online war, kann man das halt dann auch darüber machen. Entschuldigung, meine Nase ist verstopft. Ich habe jetzt hier übrigens die Fähigkeit Mondfeuer bekommen. Die ist ganz nett, um halt irgendwie so einen spontanen Zauber zu haben, um halt eben mal den Gegner hier eins reinzuwirken. Ich würde aber nicht als Dauerattacker ansehen, denn dann würde ich eher abwechselnd Mondfeuer, denn da hat ein Debuff und dann halt mit Zorn weitercasten. Was führt euch hierher? So, Quest abgeben. Ich spreche mit dem Tara-Silbertal zwischen den beiden Teichen im Zentrum des Vielen Dank. Laubschattentals. Ja, machen wir. Ja, der Account war gesperrt. Ich hatte keine Kreditkarte, ich war kein T-Online-Kunde. Und da aber mein damaliger bester Freund halt T-Online-Kunde war und er mir hohen Heilig versprochen hat, ja, ich halte den Account frei und das nach gefüllten 100 Monaten immer noch nicht passiert ist, habe ich dann gesagt, nee, da habe ich keinen Bock drauf, dann mache ich mal halt einen neuen Account. Habe mir eine Spielnummer gekauft, neuen Account gemacht und ja, der Account besteht bis heute noch und den seht ihr gerade in Aktion. Habe dann, ja, ich glaube, ich bin, als Burning Crusade rauskam, so knapp 50 gewesen, meine ich. Damals war das Leveln ja alles noch ein bisschen knackiger. Heute geht das ja doch alles ein bisschen schneller. Jetzt nochmal hier diese Mondblütenlilien sammeln. Die Alte macht sich daraus ein Hautcremchen oder sowas, keine Ahnung. Habe Quest 6 nicht gelesen. Ich war zu sehr mit Puzzeln vertieft. Ja, und Burning Crusade war dann halt für mich wirklich so die Zeit von WoW, die ich halt wirklich am aktivsten gespielt habe. War dann auch in einer Raid-Gruppe. Habe mehrere Charaktere hochgespielt, etc. etc. Also das volle Programm eigentlich. Und ja, WoW ist mittlerweile für mich eigentlich wirklich ein Teil meines Zockerlebens geworden. Wie gesagt, ich spiele jetzt seit circa 9 Jahren plus minus nahezu komplett aktiv. Will auch gar nicht nachrichten, wie viel Geld ich da jetzt eigentlich schon ins Spiel reingepumpt habe. Denn es macht mir immer noch Spaß und ich sehe auch nicht ein, irgendwie da ein extra mit aufzuhören. Weil ich finde, für mich zwischendurch ist es halt immer noch eine schöne Abwechslung, eine schöne Ausflucht vom Alltag. Wenn ich von der Arbeit komme, einfach mal eine halbe Stunde WoW zocken, finde ich super angenehm.
Und natürlich geht bei mir aber halt auch das Real Life vor. Ich bin voll berufstätig, ich habe Familie, ich habe eine kleine Tochter und das ist für mich einfach auch wichtig. Und ja, viele verteufeln ja irgendwie das mit den darauffolgenden Add-ons wie Cataclysm und Mists of Pandaria alles einfacher geworden ist. Es gab diesen Raid Finder, wo man mit 25 Typen in ein in vereinfachten Raid geworfen wird, bei vielen auch als Trottellotto verschrien. Ich kann nachvollziehen, dass es für viele vielleicht doch irgendwie so ein bisschen ein Dämpfer war, besser gesagt. Aber für mich persönlich habe ich dadurch überhaupt erst wieder die Zeit und Lust für WoW entwickelt. Denn ich hatte einfach nicht mal die Zeit, aktiv zu raiden. Dieses Progress Raiden hat mir auch keinen Spaß mehr gemacht. Im Laufe der Jahre hat sich einfach meine Spielkultur dahingehend verändert, dass ich halt, dass ich halt einfach spießig geworden bin, um es mal ganz blöd zu sagen. Waldweber-Spinne getötet. Spinni. Komm. Gepuppt. Ich glaube, ich Spinne. Ah, ne, war schon jemand schneller. Ja, jedenfalls hat sich für mich eigentlich das Spiel persönlich zum Besseren entwickelt, wobei ich halt, wie gesagt, nachempfinden kann, dass für viele andere das ein Rückschritt war. Aber ich habe jetzt einfach ein Spiel, bei dem ich so viel Zeit investieren kann, wie ich möchte, aber halt trotzdem was vom Spiel habe. WoW ist halt nicht mehr dieses Uber-Pro-Game für arbeitslose Kellerkinder, was es in meinen Augen nie war, aber halt von vielen so verschrien wurde damals. Mittlerweile spielen so viele Menschen WoW, weil es ja auch schon wieder zurückgegangen ist. Also ich glaube, zur Bestzeit waren es 12 Millionen Spieler. Jedenfalls, für mich hat sich WoW klar zum Besseren entwickelt, eben weil sich auch mein Leben geändert hat. Als ich mit WoW angefangen habe, war ich Anfang 20, jetzt bin ich fast 32 und ich sehe halt einfach Videospiele mit einem anderen Auge auch irgendwo. Früher habe ich wirklich nächtelang vor dem Computer oder vor der Nintendo-Konsole gesessen oder vor der Xbox gesessen. Und die Zeit habe ich heutzutage einfach gar nicht mehr. Aber möchte halt trotzdem auch nicht auf Entspannung in Form von Videospielen verzichten. Und da bin ich auch froh, dass meine bessere Hälfte da halt auch in die Richtung schlägt, dass für uns Videospiele halt schon eine gewisse Daseinsberechtigung in unserer Freizeit, in unserem Leben haben. Yay. Denn ohne Videospiele wäre das Leben doch weitaus eintöniger. So, das heißt, die Spinne hier, die ich irgendwie Aber deine angefasst. bessere Hälfte zockt ordentlich. Ja, Fräulein Lux versumpft gerade in Diablo 3. Mal gucken, wenn es Zeit und so zulässt, dann können wir auch mal einen Diablo 3 Stream machen. Ich kann auch mal so ein paar Spiele teasern, die wir vielleicht halt auch mal in der Zeit streamen könnten. Entweder ich alleine oder halt mit Unterstützung. Was wollt ihr denn? Zum Beispiel wären das Hearthstone, Heroes of Storm, wobei ich finde, das ist halt momentan wieder so gehypt, das Spiel, dass es halt einfach einen zu großen Kreis gibt an Leuten, die das halt streamen und ich da jetzt auch kein irgendwie Profi bin. Also ich habe ein bisschen League of Legends gezockt. Also wenn ihr einem Noob beim Verlieren zugucken wollt, dann sagt es mir, dann lässt sich das einrichten, aber bei mir braucht ihr nicht erwarten, dass ich jetzt hier irgendwie die Überskillungen und Taktiken für Heroes of Storm irgendwie kenne. Sonst, was ich momentan auch sehr gerne privat spiele, ist City Skylines. Für mich klar das Bessere ist im City. Jetzt haben wir hier noch einen Heilzauber. Heilt das Ziel im Verlauf von 12 Sekunden um 80 Gesundheit. Das heißt, wenn ich Power habe, kann ich hier mit Heil Heile machen. Um es mal grob vereinfacht zu sagen. Jetzt hier einer rum und killt die Viecher. Ist ja nicht so, dass ich noch 5 bräuchte. Ja. Ja, dich heile ich nicht, bist selber Druide. Arsch ab. Ja, irgendwie, ich muss dazu sagen, Fryal ist einem Serververbund, der halt hochfrequentiert ist. Dadurch
sind hier die Gegner auch sehr gefragt. Und ich muss mich ja wirklich kämpferisch meine Gegner erobern. So, ich mache mal kurz einen kleinen Werbebreak und bin in ein paar Sekunden wieder für euch da. Bis gleich. So, da bin ich auch wieder. Ja, irgendwie mit der Werbung hat es jetzt nicht geklappt. Muss ich mich nochmal mit reinarbeiten. Macht ja nichts. Ich glaube, das geht erst, wenn ich. Jetzt verstehe ich es. Ich glaube, es geht erst, wenn ich da irgendwie einen bestimmten Status bei Twitch habe. Egal. So, jedenfalls geht es sofort weiter. Was ich auch zukünftig machen werde, ich werde dann halt irgendwie kurze Videos im Starblade-Kontext halt einbinden, dass ich halt, wenn ich mal eben kurz aufs Öhrchen muss oder sowas, dass ihr da wenigstens ein bisschen annähernd unterhaltet seid. Meine Spinne, such dir deine eigene. Ich glaube auch mir. So. 12 Spinnen gekillt. Jetzt können wir hier mit Madame reden. Was ist der Ruf der Natur? Tarindalla. Klingt wie eine Nudelsorte. Verderbnis der Wald wäre ja. Wir kriegen Distelholzschläger. Cool, damit können wir jetzt Tiere knüppeln. Robbenknüppel. Das knüppelt die Robbe. Tötet Gitis die Üble am Nordende der Schattenwehrhöhle. Ach, das Vieh. Habe ich nochmal jetzt bekommen? Oder taugt nicht mehr, ne? Nee. Da ich ja gerade eh auf Zauber ausgelegt bin, ist es eigentlich egal, was ich da jetzt für eine Waffe trage. Deswegen trage ich jetzt einfach mal weiter den Stab. Aus dem Weg, hier kommt ein Arschloch. So, weg da. Bams. Da haben wir sie, da haben wir sie. Komm her, Bitch. So, jetzt bekommen wir einen Umhang oder einen Ledergürtel. Ja, mal Ledergürtel. Ich spreche mit den Tarier zwischen den beiden Teilchen nördlichen Bergen. Ah, werden wir sogar hingeportet. Damals musste man noch selber laufen. Elun sei mit euch. Füllt die Kristallfiole am Mondbrunnen im nordöstlichen Lauchschattental. Mögen euch die Sterne leiten. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, damals in WoW, da hat man sein erstes Mount erst mit Level 40 bekommen. Mittlerweile kriegt man ja mit Level 40 schon sein zweites Mount. Ich gebe mir mal gerade hier so einen Button hin, dass ich hier nämlich Skala zurücksetzen kann. Und das war ja damals echt eine Qual, irgendwie ohne Mount durch die Gegend zu reisen.
Manchmal traue ich natürlich auch den alten Zeiten ein bisschen hinterher, aber andererseits denke ich mir, oh, gut, dass WoW sich so geändert hat. So, da sind wir jetzt wieder hier bei der lustigen Mondpriesterin. Ich bin geehrt. Schweinepriester trifft Mondpriester. So, Teldras, die Krone von Azeroth. Quest beenden. Dreht die gefüllte Kristallflöte zu Tenaron Sturmwald auf der Spitze von Altras der Laubschattental. Rocks. Kann ich mal bei den Gnomen anfragen, ob die euch einen Aufzug basteln können? Ich übe mich gerade erfolgreich im Multitasking, denn ich habe hier noch einen kleinen Computer stehen, Tablet-Computer, an dem ich hier gerade noch bei Facebook nebenbei aktiv bin. Noch eine. Die Elfen, ey. Keine Kohle für einen Aufzug, aber rauchen wie die Bescheuerten. So, jetzt sind wir mal fast oben. Friede sei mit euch. Naja, du mich auch. So, krieg ich jetzt endlich die Klamotte. Danke. Ja, was auffällt, ist, dass ich erstens reichlich bescheuert aussehe und zweitens, dass die Klamotten hier noch keine Werte haben. Also keine Werte wie jetzt Beweglichkeit oder Sarkasmus oder sonst irgendwie was. Bringt das teilweise gefüllte Gefäße Koritras Monson in Dollarnamen. So, jetzt dürfen wir die nächste. Oh, wir kriegen hier wenigstens einen schönen Buff, dass wir hier. Sanft runtersegeln, wie ein Blatt im Wind. Puff. Oh, und kriegen wir direkt noch ein Achievement geschenkt. Wie tief kann man fallen? Ich kann mich erinnern, damals, als das Achievement-System eingebaut wurde, haben sich dann zig Leute in Shadrath von dem Aufzug zur Seherebene gestürzt. Teils erfolgreich, meistens aber weniger erfolgreich. Ich kann mich dann noch an die ganzen Skelette auf dem Boden erinnern, die da waren. Hüpf, 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 hüpf. Ich mache gerade einfach, ich kann vielleicht mal ein bisschen die Grafikeinstellung runterschrauben. Um eben den Rechner nicht ganz so zu belasten und damit das Stream ein bisschen flüssiger läuft. So, jetzt kriegen wir hier noch eine Quest. Hohe CPU-Auslastung hat ja eine Menge gebracht. Also rein aus Spaß, was passiert, wenn ich hier. Was passiert, wenn ich jetzt hier auf Niedrig stelle? Meistens vorsichtig kein Unterschied. Seid gegrüßt. Hab ich eigentlich hier. So.
Fuba ist auch nicht mehr das, was es mal war. Na gut, jedenfalls laufen wir jetzt weiter. Ach, kein Wunder, dass ich keinen Unterschied sehe. Wird ja auch nur aktiv, wenn ich in einem Schlachtzug bin. Dann machen wir es mal so. So, gucken. Ne, scheint immer noch nichts zu bringen. Ich will es auch nicht ganz runterstellen. Ich meine, ich will auch noch ein bisschen was von der Optik haben, ne? Ne, egal, was ich mache, ich kriege eine hohe CPU-Auslastung. Deswegen kann ich es auch gleich auf guter Qualität lassen. So. Gut, guter am gutesten. Und ich laufe, 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 laufe in diesem Schritt. Und bring Questlog mit. Sternenhauch. Ach, da oben haben wir wieder. Ah ja, hier der Zen-Faulhuf, der alte Stricher. Tag, Keule. Ja. So klinge ich morgens, wenn man mich weckt. Questziele. Erhalte 2 Nachtsäbler von Zelle, 2 Striegel Eulenfedern und 2 Bomben Waldweberspinnenseide. Noch eine Tüte Pommes dazu. So. Auf geht's. Da haben wir auch schon die erste Spinnenseide. Gib mir deine Seide. Hey, Peter Parkers Freunde sind auch meine Freunde. Komm zu mir, komm. Ja, zack. Ich bring die Liebe mit. Und brech dir die Beine. So, ah, da hinten haben wir auch schon so eine verrückte Eule. Das ist Wahnsinn. Deswegen kenne ich hier diese Eule. Eule, Eule, Eule. Oh nein, ich bin immer so. Hier, ich habe noch gar nicht so viel davon getrunken. Das ist eigentlich schlecht, warum, ne? Warte mal, ich brauche so Starblight-Aufkleber. Ah, dann haben wir so das Katzen. Ja, jedenfalls habe ich hier so ein richtig fähiges, modisches Bewusstsein für diesen Charakter. Ne? Also ja, das hier wird garantiert Sommertrend 1218. Piu. So, haben wir den ersten Zahn. Eulenfedern haben wir noch keine. Dann suchen wir noch ein paar Eulen. Hier haben wir noch ein Kätzchen. Komm, Mietz, Mietz, Mietz. Gib mir mal deinen Zahn. Oder auch nicht. Was habe ich denn eigentlich hier? Achso, hier sind auch die Federn. Gut, dann warte mal noch eine Katze, oder? Ja, aber noch eine Spinne, die brauchen wir nicht. Ja, greif mich doch an. Gute Nacht. So, Katze, ich komme. Ja. Der Zahnarzt war da. Musste überhaupt nicht bohren, hat direkt gezogen. So, warum jetzt hier noch so verrückte Eulen? Ah, nehmen wir doch die da.
Zischpeng. Zischpeng. Achso, ja, was ich noch erzählen wollte. Ja, welche Spiele noch so in etwa zur Auswahl stehen. Wenn Interesse besteht, kann man natürlich auch ein paar Online-Spiele spielen. Da hätte ich jetzt zum Beispiel ein Angebot Hearthstone, Heroes of Storm, Diablo, StarCraft. Oder auch so ein paar Offline-Sachen, wie schon erwähnt, City Skylines. Ist hier keine Eule mehr? Keine Eule mehr. Ja, ich denke, da werde ich auf jeden Fall mal eine kleine Liste anfertigen. Und vielleicht eine Abstimmung oder sowas, dass ihr halt irgendwie mitbestimmen könnt, was gezockt werden soll, in welchem Spiel ich mich was richtig zum Affen machen soll. Ich finde hier keine verkackten Eulen mehr. Ja, komm, Pussycat. Ist auch noch eins rein. Na, da haben wir eine Eule. Und die zweite gebrauchte Feder ist gut. Theoretisch könnte ich auch mal die Zeit stoppen, wie lange ich jetzt hier. Bei Zeitstoppen ist eigentlich unnötig. Ich spiele jetzt 36 Minuten seit Reconnect. Was nun? So. Jetzt haben wir hier so einen besudelten Beutel. Ich will nicht wissen, warum der besudelt ist. Und jetzt geht unsere Reise weiter hier, das kleine Dörfchen Dolana. Und hier haben wir auch schon direkt die nächste Quest. Sucht Gaerolas Talwarttränen im Dorf Sternhoch auf. Ernsthaft, ich frage mich echt, welcher arme Kerl bei Blizzard die Namen erfinden darf. Kann ich behilflich sein? Manchmal hat man das Gefühl, ihr müsst eine Belohnung auszahlen. Ja, nicht was. Bis bald. Manchmal habe ich das Gefühl, dass sie da einfach irgendwie mit dem Kopf über die Tastatur rollen. Das mache ich bei meinem nächsten Charakter auch. Ich halte mir einfach meine Tastatur vor die Stirn, roll einmal Was drüber. führt euch hierher? Und schon habe ich einen Charakternamen. Durch die Sterne leiten. Jetzt habe ich hier erstmal ein paar Quests zum Abgeben. Seht euch ruhig Kochbedarf. Nö, ich habe keinen Bedarf am Kochen. Durch die Sterne leiten. Da oben haben wir noch Quests zum Abgeben. Kommt einer mit seinem Chopper an. Der tut der Chopper. Noch eine Quest zum Abgeben, zwei Quests zum Holen. Das Schöne ist, dass Dolana nach vielen, vielen Jahren endlich einen Flugpunkt bekommen hat. Ich kann mich nur erinnern, wie ätzend das war. Irgendwie, wenn man nach Dolana musste, von Damaskus aus, dass man damit irgendwie laufen musste, wenn man noch kein Mount hatte. Strioreins. Ich bin ganz Ohr. So.
Jetzt haben wir wieder hier einen Arsch voller Quests. Teufelszapfen. Die brauchen wir, um hier dem Stricher von eben eins reinzuwirken. Denn die Elfen finden es gar nicht lustig, dass jemand anderes außer sie hier die Tiere abschlachtet. Die Firma mag keine Konkurrenz. Ich würde sagen, die Zapfen suchen wir später und gehen jetzt erstmal hier auf. Gehen hier an die Arbeit, denn wir erwarten uns auch Aufgaben. Moin, 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 moin. Ne, doch nicht. Hätte ich jetzt irgendwie auch nicht erwartet, weil das Spiel FSK 12 ist. Oder FSK 6? Nee, ich war FSK 12. Aber so bei diesem Anblick von hinten kann man schon dieses Boing, 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 Boing. So, einen guten Tropfen abfüllen für den alten Alki. So, mal die Augen aufhalten und hier so einen Terrorzapfen sehen. Gärtner der Knarzknau. Klauen. Ja, knarzt du mal. Ich knarze dir auch eins. So, hier haben wir die Aufträge. Ein beunruhigender Wind. Ich könnte jetzt was dazu sagen, aber das muss nicht sein. Das wäre unappetitlich. Und smaragdgrüner Traumfänger. So, den machen wir jetzt über. Hast du mich da gerade nochmal geschlagen? Bist du ein Tor oder was? Jetzt habe ich hier gerade gesehen. Haltungsleiste. Ja, die haben wir auch. Ja, ich habe jetzt ab Level 6 schon meine. Kann ich hier nicht was verändern? Schade. Ich habe jetzt hier schon mit Stufe 6 meine Katzengestalt bekommen. Muss ich mal gerade Fähigkeiten hier rein. So. Jetzt kann ich nämlich auch schleichen. Und macht natürlich auch ein beachtliches Männchen Schaden mehr. So. Aber gerade tendiere ich doch dazu, da ich eigentlich. Oh, da kann Kombo-Punkt übernommen werden. In deinem UI treten zu viele Fehler auf. Ach. Ja, und jetzt. Ja, also ich werde schon, denke ich, dann auf Balance bleiben. Oder auch Balance gehen, ich habe ja noch keine Entscheidung treffen können. Naja, du hast das Video ein bisschen schneller. Urosohn, der kleine Urosohn. Kleiner brauner Ranzen. Ach ja, hier mal. Ne, wer lässt sich denn hier rumkutschieren? So, jetzt brauchen wir auch noch diese lustigen
Terror, Teufelszapfen, Terrorzapfen, mein Junge, Teufelszapfen. Nebenbei bin ich mal gerade ein bisschen abgelenkt. Ich habe heute wieder eine Aufmerksamkeit wie tollwütiges Eichhörnchen. So. Jetzt bräuchte ich Teufelszapfen. Aber Zapfen ist ein gutes Stichwort. Ah, da war auch schon ein. Nee, hau bloß auf, das ist jetzt meiner. Nee, ich wollte nur da lang. Spielverderber. Ah, da haben wir auch den dritten schon. Ich finde, es hat einen leichten humoristischen Unterton, wenn ein Elf sagt, ich bin ganz Ohr. Just saying. So, wieder eine Quest abgegeben. Tötet 7 Mystiker der Knarzkammer und findet das verlorene Juwel. Ochs. Da komme ich doch gerade her. Arschkrampen. Naja, so ist es halt. Man rennt halt viel von A nach B, nach C, nach D, nach X, Y oder Röhm. Ne? Fasst mich nicht an! Und wir sind Level 7. Was ich mir auch mal überlegt habe, ich werde mal gucken, ob ich halt wirklich eine kleine Playlist mit lizenzfreier Musik halt irgendwie zusammenstellen kann, dass ihr halt ein bisschen Hintergrundbeschallung habt, wenn ich mal gerade irgendwie die Fresse halte. Mal gucken, werde ich dann fürs nächste Video, denke ich, umsetzen. Nachdem, wie es sich halt ergibt. Catfight. Abgenutzte Lederweste. Rohschnitt. So, hier kommt das lustige Lager der besoffenen Knarzklauen. Klauen, doch, richtig. Verwirrt sieht das der Trollfresser auf, den hätten wir gebraucht. Aber da ist uns jemand zuvor gekommen. Aber macht ja nichts. Hier ist ein anderes Viehzeug zum Abschlachten. Oh, das Kombo-Punkt jetzt übernommen. Und ich glaube, man muss nicht mehr vor, hinter, neben, unter einer Person stehen für bestimmte Attacken.
Finde ich an sich eigentlich ganz angenehm, da es war immer, ihr müsst hinter dem Gegner stehen, um ihn angreifen zu können. Ja, mache ich doch. Vor allem, wenn der Tank dann das Viech so dermaßen dumm im Kreis gedreht hat. Getankt habe ich eigentlich auch schon ewig nicht mehr. Ich hatte zu Wrath of Lich King meinen Todesritter so ein bisschen tankig gespielt, aber damals war es ja noch so, dass man halt mit jeder Skillung tanken konnte. Jetzt hat man es ja irgendwie geändert, dass halt jetzt wirklich Frost die. Frost und. 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 Nein. Ja, auf jeden Fall, dass das Blut die Tanks gelungen ist beim Todesritter. Fand ich eigentlich schade, weil ich hatte dieses Konzept, dass der Todesritter eine Klasse ist, die mit 1 gelungen tanken kann, eigentlich sehr cool. Aber gut, hat Blizzard geändert. Todesritter macht mir immer noch Spaß, aber das fand ich schon ganz cool damals. Aber ich glaube, der Todesritter war natürlich auch so ein bisschen ein Experiment für Blizzard, um halt mal zu gucken, wie das Konzept Heldenklassen funktioniert oder wie man es umsetzen kann und wie es ankommt. Der Mönch war ja keine Heldenklasse mehr, der Mönch war eine reguläre Klasse, die von Level 1 an startet. Ich finde aber halt, es ist nett, wenn man einen Todesritter halt erstellen kann auf einem neuen Server. Dass man halt direkt schon auf Level 55 ist und halt einfach relativ schnell nachzügeln kann. Ist nett, also ich meine, ich habe jetzt so viele Todesritter gespielt, ich habe jetzt keinen Bock mehr drauf, jetzt spiele ich mal jemanden Charakter auf Level 1 neu hoch. Diese Charakteraufwertung auf Level 90 kommt für mich eigentlich auch nicht unbedingt in Frage. Ich habe diese Charakteraufwertung einmal benutzt, halt, weil die halt beim Kauf des Spiels gratis dabei war. Aber. Für sowas bin ich eigentlich zu geizig. Also ich bin schon jemand, wenn ich Bock auf einen Charakter habe, dann spiele ich mir hoch. Weil ich dann halt auch einfach mit diesem Charakter wachse. Mit diesem Charakter was verbinde. Und das habe ich halt, wenn ich einen Charakter irgendwie direkt auf Stufe XYZ starte, nicht so in dem Maße, sage ich mal. Was führt euch hierher? Von daher. Seid gegrüßt. Ich kann es verstehen, wenn es jemand nutzt, weil es halt irgendwie auch zeittechnisch einfach angenehm ist zu sagen, sagen zu können, so ich habe jetzt einen Level 90 Char, ich muss noch 10 Level machen, dann kann ich mit raiden etc. etc. Aber für 50 Euro, da spiele ich lieber 5 Chars von 1 auf 100 hoch. So, jetzt haben wir hier in die kleine Höhle. Was ein Punkt ist, wo ich natürlich ehrlich zugestehen muss, klar, WoW ist einfacher geworden, aber mit dieser Höhle hier finde ich so schreckliche Erinnerungen. Ich kann mich noch erinnern, ich bin hier damals in diese Höhle gekommen, habe mich an diesen Monsterhorden von Grelkin durchgearbeitet, stand dann endlich vor diesem, wie heißt der, Lord Melinas. Und habe von dem so dermaßen auf die Fresse bekommen, dass ich irgendwann gesagt habe, boah, ne, ich lasse die Quest jetzt aus, bin dann irgendwie weiter gequestet und dann bin ich mit Level 12 zurückgekommen. Ich habe so den Arsch versammelt. Auch hat dann halt diese ganze Zeit über diese unerledigte Quest, was mich halt auch immer wahnsinnig gemacht hat. Deswegen bin ich in der Hinsicht eigentlich ganz froh, dass es ein bisschen vereinfacht wurde. So, das kann ich ausmachen. Kommt schon der nächste an. Na, stell euch mal hinten an. Da fällt mal in die Questbeschreibung, weil eigentlich anders. Scheiße. Na, egal. Was war das jetzt noch? Wie viele soll ich nur töten? 12.
Na gut, geht ja schnell. Die Quest war damals in Classic auch noch nicht da. Die kam, glaube ich, auch erst mit Cataclysm. Und irgendwie muss ich gestehen, ich hasse Göln im WoW, weil ich mich da eigentlich immer so dermaßen dumm verlaufe. Ich habe jetzt schon wieder null Plan, wo ich hier den Typen. Ich an den Typen rankomme. Ah, ist das darf nicht kommen. Ich wahrscheinlich wieder einmal außen rumlaufen. Ich kann mich nicht erinnern, wie viele Chars ich hier durch das Nachtelfenstadtgebiet schon durchgeprügelt habe. Aber in dieser Höhle verkacke ich jedes Mal. Oh, Realm-Mob. Ich empfehle auch so viele Realm-Mobs wie möglich, die man unterwegs trifft, mitzunehmen. Denn die geben so viel EP, das ist unglaublich. Wird dem einen oder anderen wahrscheinlich ein bisschen zu schnell damit gehen, aber ich finde es eigentlich super angenehm. Ja, leck mich doch fett. Ich hasse es. Schließe ich aber hier durch. Die Idioten haben total verpeilt, mir einen Ruhestein in Dolana zu setzen. Hätte mir nämlich auch einiges erspart. Hätte ich mich jetzt einfach rausporten können, wenn ich hier den Typen jetzt kalt gemacht habe. Und schaut mal, wie schnell das jetzt geht. Früher habe ich da 5 Anläufe gebraucht, weil ich den ansatzweise auch mal minimal runtergeknüppelt habe. Und jetzt kippt er hier nach 2 Schlägen um. Freiheit! So, jetzt mal wieder in der frischen Luft. Ich muss echt mal gucken, wie ich das hier mit der CPU-Auslastung hinkriege. Ist ja kaum tragbar. Was führt euch hierher? Wildarmschienen. Warte. Oh, und jetzt habe ich auch die Bärengestalt. Schaut mich an wie ein großer, kuscheliger Bär. Und ich tanze. Genug zum Obst gemacht. Weiter geht's mit meiner Lieblingsquest. Oh Gott. Nanu? Ah. Auch neue gute Damen. So, ja, die nächste Quest heißt, wir dürfen hier dieses Grabmal in diesem unterirdischen Friedhof. Und ich habe diese Quest gehasst. Ich habe sie so gehasst.
Warum, das kann ich euch ganz einfach erklären. Man ist da in einem zweistöckigen, einem Grab mit zwei Ebenen, sehr verwinkelt, und man muss da einmal quer durchrennen, um halt eben Items da zu sammeln, und muss dann nochmal durchrennen, weil man einen bestimmten Charakter finden muss. Das seht ihr jetzt gleich aber auch. Und das hat einfach so keinen Spaß gemacht. Mittlerweile hat man, glaube ich, sogar eine Map. Glaube ich, sehe ich ja gleich. Aber es ist doch früher die Hölle. Ich weiß noch, ich bin da stundenlang durch diese dumme Höhle gedackelt. Und habe da so Akkus geschoben. Nebenbei soll ich noch 20 von diesen Massenköpfen hier umnieten. Oh, das ist die Kombo-Punkte, die jetzt übernommen werden, finde ich lustig. Daran merke ich auch, wie lange ich schon ewig nicht mehr Druide gespielt habe. Oh, ah, geil, noch ein Rare. Sonst wird endlich mal ein bisschen kritisch hier. So, jetzt habe ich ja eben noch ein grünes Item gesammelt. Ja, plus ein Sub-End. Nehmen wir mal. So, ist ja auch nicht. So, jetzt brauchen wir noch 12 von den Kackspasten. Und hier ist mir auch jemand vorgekommen. Was auch neu ist, jetzt mit Walls of Draenor kam das ins Spiel. Schaut mal, wenn ich hier durchs Gras laufe. Das Gras wackelt. Wie geil ist das denn? Also, ich war ja schon damals total begeistert, als diese neuen Wassereffekte kamen. Aber das hier macht die Welt einfach noch ein Stückchen lebendiger. Und auf einmal fühle ich mich gar nicht mehr so alleine. Ach, hier sind noch mal so Knazis. Knazbitches. Die Tür ist verschlossen. Ja, mittlerweile wird ja auch hier an der Map angezeigt, wo im Groben was ist. Ah ja, das ist der Typ, der sagt hier, ich bin vor ein paar Jahren mal zufällig verreckt. Seitdem läuft mein Geist irgendwie, oder nicht sein Geist, sein toter Körper irgendwie noch durch die Gegend und treibt Schindluder. Findet meinen Körper und befreit meinen Geist. Und dafür dürfen wir gleich noch durch die ganze verkackte Höhle rennen. Du hast meine ganze verkackte Schokolade gegessen. War schon so. Fies. Ich mag's dich nicht. Mag ich nicht. Ernsthaft, der mag keine Kinderriegel. Dich gefragt, ob du selbst welche. Brauch dich nicht, du hast ja. Ehestreit im Livestream. So. Ach genau, und einer von diesen bescheuerten Schamanen hat dieses Item, was wir brauchen. Und das war früher auch ganz toll. Gefühlte 12.000 Schamanen-Kill, bis einer dieses beschissene Item gebracht hat. Und ihr merkt, je tiefer wir in diese dumme Höhle kommen, desto mehr fluche ich. Grünpfote. Alter Kiffer. Ah, hier ist auch noch eins der Relikte.
Komm, Shami, Shami. Ich bin mal gespannt. Ich meine, ich mache es jetzt nicht hier Speed-Mode-mäßig, aber ich bin mal gespannt, wie lange ich jetzt wirklich brauche, um diesen Chart zu leveln. Wobei sich auch die Frage stellt, ziehe ich das überhaupt bis Level 100 durch und was mache ich dann? Aber jetzt gerade habe ich da erstmal Bock drauf. Hier ist ein weiteres Item. So, jetzt brauchen wir noch ein Item. Ich meine zu glauben, aber wenn ich glaube, ist es nicht viel wert, dass es hier irgendwo war. Ja, ich meine genau. Genau, das ist das letzte Item, was wir brauchen. Von diesen vier Relikten wohlgemerkt. Jetzt brauchen wir noch so einen bescheidenen Schamanen. Weh, du knallst mir jetzt einen Schamanen ab. Schokolade. Ich will schaffen. Ich will jetzt das. Kann nicht sein. Was, oh, liebe Zuschauer, gleich bist du mal eine Schokoladenpause. Ich hab doch noch diese lustige Karamellschokolade. Wenn du magst. Diese Scheißhöhle ist dafür verantwortlich, dass ich mindestens 5 andere Rassen spielen muss, damit ich mal wieder Nachtelf spielen kann. Dankeschön. Schoki. Ich klinge mich mal ganz kurz aus.
So, da sind wir auch schon wieder. In der Hoffnung, dass wir jetzt den bekackten Schamanen finden, der uns hier dieses Item überlässt. Bevor ich dem Geist von dem Typen nämlich sage, soll sich seinen Scheißkörper selber zurückholen. Sind hier keine Schamanen. Ah. Nur noch den. Nach gefühlt 1200 getöteten Schamanen haben wir jetzt endlich das benötigte Item. Und dürfen die ganze beschissene Höhle wieder zurücklaufen. Da kommt Freude auf. Bin verwirrt. Ja, man sieht mal jetzt ja draußen, ne? Ich weiß schon, warum ich diese Höhle hasse. Ich schnalle. Seid vorsichtig. Ernsthaft, der Programmierer oder der Designer dieser Höhle, da muss doch ein sadistisches Riesenarschloch sein. Wo ist denn der Typ jetzt? Oh, ernsthaft, Leute, das ist doch nicht euer Ernst. Nach dieser Scheiße bin ich jetzt mal so fix und fertig. Ich werde dich bekommen von der Kacke Albträume. Dass ich hier so viele Viecher töten musste, um hier irgendwie voranzukommen. Das ist ja exakt das Ding, wo ich schon war, oder? Mutter ist verschlossen. Fick die Hände. Ich
Relikt des Erwachens. Wurden beim Öffnen. Okay, ich vermute mal. Die Relikt des Erwachens kann ich im Dorf abgeben, richtig? Oder auch nicht? Jetzt rennt die alte weg. Ich dreh durch. Sollen wir dann ja, seelenlosen Körper kennen? Gott. Der ist hier. Richtig? Richtig. So, komm her, du Arsch. Zornknopf freigeben. Abgeschlossen. Wieder zum Spacko hin. So, hier. Als Maul her damit. So. Jetzt stellt sich die Frage, was machen wir mit der Quest? In Erinnerung müssen wir in Dolana gehen. Ich verlasse mich jetzt mal darauf, sonst muss ich echt nur in den Scheißpuff reinrennen. Und dann wäre es ungemütlich. Bringt sie zu mir. Klingt für mich, als wäre der Penner hier im Dorf. Oh, habe ich schon 20. Ja, der Saftsack jetzt nicht im Dorf ist, dann kriege ich aber einen Affen. Schleiche ich noch. Dein Glück. Dein Glück, dass ich das hier abgeben kann. Ich hätte sonst geheult.
6 Platz. No. Wo ist jetzt der Gürtel? Ah, hab ich schon also. Nein, ich hab einen anderen bekommen. So. Jetzt mach ich mal Inventar leer. Ich nur alle. Heilkraut. Nein. Die Tasche noch nicht. So. Lebt wohl. Warum geht das nicht? So, rechts war. So. Jetzt ab nach Danassos. Mal war es das auch schon fast für heute. Und habe jetzt ca. 1,5 Stunden gezockt. Bin auf Level 9. Eine Stunde 26 Minuten jetzt auf dem Charakter gespielt. Die Zeit mit Reconnect und mit Charaktererstellung zähle ich jetzt mal nicht mit. War auf jeden Fall ganz lustig. Wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Und ich verspreche auch, dass ich zum nächsten Mal auch schaue, dass ich nächstes Mal auch eine weitaus bessere Streaming-Qualität halt auch bieten kann. Dass es weniger Ruckelei für euch ist. Ich nur Daldie. Seid vorsichtig. So, jetzt wieder zurück. Schnell auf noch rein. Aber ich habe eine schicke neue Robe. So, jetzt fliegen wir nochmal zurück. Ja, also so ein paar Gedanken von mir. Wie gesagt, beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen Musikuntermalung für euch. Dann natürlich gucken, dass der Stream ein bisschen stabiler läuft. Wer da vielleicht noch ein paar Ratschläge hat, wie man die Streaming-Qualität noch ein bisschen verbessern kann. Also ich habe jetzt versucht, die Auflösung von WoW zu reduzieren oder halt auch einfach die Grafikeinstellungen zu reduzieren. Hat jetzt nicht so den Erfolg gebracht. Ich habe jetzt gerade noch ein bisschen die Qualität des Streams gesenkt von 2200 auf 1800. Wobei ich eigentlich einen guten Upstream habe. Aber immer noch Ruckelparade, was halt nicht so schön ist für euch. Und ja, mal gucken. Vielleicht nächstes Mal auch ein bisschen früher, dass ein paar Leute mehr einschalten können, uhrzeittechnisch. Jetzt habe ich natürlich einen Sonntag gewählt, beziehungsweise hat sich so ergeben, was vielleicht auch eher kontraproduktiv ist. Aber das Video stelle ich auch auf YouTube online, das heißt, ihr könnt es auf dem YouTube-Kanal von starblade.de halt noch nachsehen. Und ja, wie gesagt, ich mache die Tage noch eine Liste mit Spielen, die ich für euch streamen könnte. Ein paar davon auch garantiert mit ein paar anderen Starblightern, wie jetzt zum Beispiel Fräulein Lux oder auch Finny oder mal gucken, wer da noch zu begeistern ist. Und
So ein paar andere Sachen haben wir auch schon geplant. Ich will gar nicht so viel verraten, weil ich eigentlich schon ziemlich rattig drauf bin, euch noch so ein paar Sachen zu erzählen. Was soll der Rohrfahrt? Achso, das ist oben. Na, ja, die mache ich auch später, die Quest. So, wie mache ich mal? Jetzt hatte mich nochmal mit voller Visage in der Kamera. Ja, mal gucken. Also so ein paar Ideen und Gedanken haben wir halt schon, was wir mit diesem Twitch-Kanal anstellen wollen. So ein paar Sachen hätte ich gerne umgesetzt, sind aber aktuell technisch einfach nicht möglich. So ein bisschen orientieren wir uns von den Ideen her vielleicht ein kleines bisschen an Rocket Beans. Denn da muss ich mal eine Lanze für die Jungs brechen. Die haben wirklich was total Geniales geschaffen, was ich wirklich absolut unterstützungswürdig finde. Ich habe früher so oft Giga geguckt, weil ich einfach damals schon von diesem Konzept begeistert war, von diesem Fernsehen 2.0 und von dieser Interaktivität und einfach diese Einbindung der Nerds, was ich halt einfach auch wichtig finde für Starblade.de. Und Rocket Beans hat meiner Meinung nach sehr interessante Formate, die halt viel Potenzial beherbergen. Sei es zum Beispiel diese Pen-Paper-Runde Tears, welche ich wirklich gern verfolgt habe und einfach großartig finde. Oder halt auch eben so ein paar Sachen, die halt einfach total genial sind. Also ich bin kein großer Jan Tenner-Fan, aber dieses erwachsene Männer und Jan Tenner finde ich auch total cool. Das war jetzt nichts für Starblade, aber halt einfach von den Ideen her haben die Jungs wirklich Sachen drauf, die einfach unkonventionell sind, aber halt trotzdem eine große Fangemeinde haben. Und natürlich, Starblade ist Starblade, wir versuchen unser eigenes Ding zu machen. Aber ich denke, dieses Konzept, was Rocket Beans TV verfolgt, hat viel Potenzial und wir sehen uns da auch nicht unbedingt als Nachahmer, weil wir halt natürlich auch versuchen, andere Konzepte anzubieten. Aber die Ideen dahinter, diese Interaktivität oder einfach so dieses Nerds machen das, worauf sie Bock haben und stellen es ins Internet und 1000 Leute klicken es an, das finde ich halt einfach genial und ich merke natürlich auch eben durch den YouTube-Kanal, dass da halt auch eben auch Interesse an Starblade ist und auch an den Dingen, die Starblade ausmachen und die wir produzieren. Und das Ganze, denke ich halt auch, kann eben durch Livestreams auch auf eine weitere Ebene gehoben werden. Und ja, da dürft ihr euch in Zukunft auf jeden Fall über ein paar tolle Ideen freuen, die wir so hintenrum so ein bisschen aushacken und ja, mal gucken. Schauen, was die Zukunft bringt. Das war auf jeden Fall jetzt erstmal die erste Runde World of Warcraft. Und ich denke, da werden auf jeden Fall noch ein paar Runden folgen, denn wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann mache ich das auch schon. Von daher dürft ihr auf jeden Fall noch ein bisschen mitfiebern bei WoW. Wann genau, das kann ich so im Vorfeld nicht sagen. Ich denke mal, übermorgen oder auf jeden Fall im Laufe der Woche wird es auf jeden Fall noch ein, zwei Abende geben, an denen ich noch weiter zocken werde. Hab noch ein paar Tage frei, von daher werde ich das natürlich auch ausnutzen. Ab Mai wird es nicht unbedingt kompliziert, aber da habe ich eine Phase, wo ich wirklich 6 Tage am Stück Spätdienst habe. Da wird es dann mit Screen ein bisschen schwerer. Aber mal gucken, ich denke, so ein paar Sachen werde ich dazwischen drin immer mal raushauen. Das heißt, es gibt kein festes Programm. Wenn ich online bin, bin ich online. Wenn ihr dabei seid, freue ich mich. Ich werde es auf Facebook ankündigen, auf unserem Starblade.de-Kanal und natürlich auch in unserem Starblade.de-Kanal, auf unserer Starblade.de-Facebook-Seite und natürlich auf unserer Starblade-Facebook-Gruppe. Und ja, so größere Events werden natürlich auch auf unserer Internetseite bekannt gegeben, im Forum und auf allen Kanälen, Twitter und was sich so ergibt. Gut, ich bedanke mich auf jeden Fall für die Zuschauer, die jetzt dabei waren. Ich bedanke mich auch bei den Zuschauern auf YouTube, die das Ganze dann halt irgendwie nachgucken können. Und wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich trinke jetzt noch aus und hau mich dann auch ins Bett. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Schaltet wieder ein. Wir sind Starblade.de von Nerds für Nerds. Und bis dann.